Fantastic. Guten Tag, liebe Clasher, und willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Clash of Clans mit Winifred, für Mr. Mobile Fanboy. Und ja, ich wurde tatsächlich angegriffen von meinem eigenen Clan-Member. Ich wurde von meinem eigenen Clan-Mitglied angegriffen. Ich werde euch den Screenshot auch mal zeigen, wo er das mir schreibt. Das war bevor ich die Def überhaupt gesehen habe. Fred, ich habe dich gerade mit meinem zweiten Account Simon Weber angegriffen. Ich habe dir absichtlich Pokis geschenkt. Ja, und dann schrieb er noch, er soll Def zeigen. Absichtlich, mein lieber Freund, war aber was, also absichtlich Pokale geschenkt, ist aber was anderes. Wir sehen das jetzt hier. Und darüber sehen wir tatsächlich noch, dass ich tatsächlich das erste Mal mit dieser Base 2 Sterne kassiert habe. Das werden wir uns aber auch noch angucken. Und wir schauen jetzt erstmal drauf, dass mich mein eigener Clan-Member Simon Weber, also aka Burg, angegriffen hat. Was hat er gemacht? Er ist von oben reingegangen mit Ballons. Allerdings, ja, es war natürlich schon zum Scheitern verurteilt. Weil einfach die Base nicht dafür ausgelegt ist, sie mit dieser 50% Balloonion-Taktik kaputt zu machen. Also das funktioniert nicht. Von daher, ja, was hat er gemacht? Hat noch ein paar Lakaien hinterhergeschickt an den Seiten. Aber im Grunde, ja, ich weiß nicht genau, ob es jetzt ein ganz ernsthafter Angriff gewesen sein soll oder nicht. Zumindest hat er alle seine Truppen benutzt, also bis auf die Helden. Er hat da auch noch so viel Zauber noch übrig. Den hat er noch gesetzt. Er kam nicht mehr bis zum Lager vor. Jetzt sind die Clan-Truppen draußen, kümmern sich jetzt nur um die Lakaien. Das war's dann im Grunde auch schon. Die Helden hat er noch übrig, da ist noch ein Lakai, aber das war's dann auch. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig, mal, dass man von seinem eigenen Clan-Member angegriffen wird. Und ich will mal eben noch schauen. Ich habe leider nicht mehr die Wiederholung hier. Ich wurde mit von 40er Helden angegriffen. Ich wurde von 40er Helden angegriffen und die haben mich nicht zerstört. Ich habe 49% nur kassiert. Und das hier war das erste Mal, dass ich tatsächlich, ja, mit Lufttruppen wurde ich besiegt. Allerdings waren die Fallen weg und ihr müsst euch mal bedenken, ich habe noch 2 Bogentürme noch im Ausbau, ich habe keine Königin. Ja, das war natürlich ein bisschen schade, er ist von oben reingegangen. Ah, es ärgert mich, dass ich das erste Mal 2 Sterne kassiert habe. Er nimmt den Giftzauber, hat ihn etwas verfehlt, hat etwas die Clan-Truppen von mir verfehlt. Jetzt kommt ja der Inferno, der haut auf den, der untere Inferno, der haut schon mal ganz gut drauf auf den Lava-Hund. Ja gut, jetzt sind allerdings in der Mitte ist gleich alles kaputt. Schade. Die Serie wäre fast noch weitergegangen. Aber irgendwann muss es natürlich mal vorbei sein und dann, er war jetzt der Erste, der jetzt hier 2 Sterne geholt hat. Aber auch knapp. Also knapp hat er da noch. Oh. Der X-Bogen hätte fast noch sogar noch den Lucky noch erwischt. Schade eigentlich, oder? Schade. Ja gut, die Königin holt jetzt noch ein bisschen was raus. Eigentlich unsinnig. Ich kann ja mal versuchen, mich zu rächen. Vielleicht versuche ich mich einfach mal beiden zu rächen. Vielleicht wird es ja wahrscheinlich klappen. Hab momentan so ein bisschen geschludert in der Ausbildung hier bei den Truppen. Deswegen habe ich Go Wee Wee Pee ausgebildet. Aber egal. Wir wollen mal trotzdem gucken, dass wir es hinkriegen. Oh, ich habe 4 Golems. Oh, das ist natürlich ein bisschen viel. Deswegen würde ich sagen, wir ersetzen definitiv mal eben einen Golem durch einen Päcker. Was habe ich da noch drin? Ich habe hier noch 2 Golems sowieso in der Ausbildung. Okay, das müsste klappen. Ich muss irgendwie jetzt einen Golem loswerden. Ah, hier ist doch einer. Der gute Dreammaker nimmt mir mal eben schnell einen ab. Und jetzt haben wir 239 Truppen, bilden wir hier einen noch aus, bilden noch einen Pegger hinterher und dann können wir gleich mal gucken, ob wir uns rächen können. Bei Zoltan, bei Venom, bei Simon Weber ich muss mal gucken. Ansonsten, wie gesagt, ihr seht es, ich habe niemals 2 Sterne kassiert. Das ist schon echt cool. Das war sogar noch mit der Farming Base, aber ansonsten 41%, 30. Na gut, er hat auch Truppen gesetzt, 36, 49, 33, 49. 25, ja, eigentlich schon ganz cool. So, und jetzt würde ich sagen, wir probieren es einfach mal. Kann ich mich irgendwo vergelten, bitte? Weil wir kommen bei Simon Weber. Ah, schade. Da hätte ich natürlich auch gerne auf Rache gedrückt bei ihm. Ansonsten müssen wir natürlich noch einen suchen. Ach komm, irgendwo werde ich doch wohl. Oh, hier kann ich mich rächen. Oh, der ist zu stark, da lohnt sich der Aufwand nicht. Wir suchen uns mal eben einen raus, würde ich sagen, oder? Können wir hier noch irgendwie, aber 40er Helden hier, komm. Komm. Irgendwo hier. Oh, hier kann ich noch. 3 Pokale. Gladiator. Aber für drei Pokale strenge ich mich da natürlich nicht an. Deswegen würde ich sagen, wir suchen mal eben einen raus. Den wir mit unserer Go-Wee-Wee-Pee-Taktik nehmen können. Aber
Ich versuche immer über 20 Pokale zumindest zu nehmen, damit das passt und dann natürlich noch so ein bisschen schwächer vielleicht, wenn es geht. Wir haben da ja auf jeden Fall noch die Qual der Wahl. Ich habe zwei Schweine mit zum Locken der Clanburg. Jetzt nehmen wir erstmal einen Schluck Kaffee. Do it! Yes, you can! Ich weiß nicht genau, ob wir ihn hier nehmen sollten. Er hat 23 Pokale in der Nothing überlegen. Is impossible! Eben überlegen, ich habe drei Hexen bei. Wir gehen mal, ich werde den Gegner raussuchen und wir sehen es dann gleich wieder. Gucken wir uns übrigens auch noch die Wiederholung an vom Clankrieg, da wurde ich auch angegriffen. Oh, hier, den nehmen wir mit. Ein Rathaus 9er nehme ich generell immer mit, wenn ich eins finde. Müssen wir nur mal gucken, dass wir die Truppen gescheit gelockt bekommen. No, what are you waiting for? Er hat gar nichts drin. Ich setze das zweite Schweinchen nochmal sicherheitshalber hinterher. Er hat nicht mal die Helden aktiv, also das sollten lockere 2 Sterne eigentlich werden. So, die Golems mal eben hingesetzt. Ich habe leider nur 7 Mauerbrecher bei. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Ich habe ja auch nicht ganz so viele von den Magiern bei diesmal. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Deswegen setze ich jetzt am besten hier schon mal den Sprungzauber hin. Komm. Du läufst jetzt schön in die Mitte rein. Lauf in den Sprung. Ja, schönes Ding. Genau so habe ich mir das doch vorgestellt. Ich brauche im Grunde die Zauber gar nicht mehr zu setzen jetzt eigentlich. Ich kann mir den Forstzauber sparen. Ich kann mir noch den Wutzauber noch sparen. Wir nehmen mal eben ganz locker flockig hier die Prozente mit. Und dann, ja, die Clanburg muss ich gleich, die erkläre ich euch, warum ich die jetzt setze, weil ich die gleich sowieso noch... Und es geht mir jetzt auch schon langsam ein bisschen an den Nerven. Ich nehme im Clankrieg nämlich einen 5er Golem mit. Von daher muss ich sie jetzt sowieso wechseln. Das heißt, der Angriff lief doch mal echt gut, oder? Also, da liefen die Truppen mal so, wie ich es wollte. So, jetzt haben wir den König noch gezündet. Der König kümmert sich da noch drum. 3 Sterne kriege ich, glaube ich, jetzt hier nicht mehr hin. Das ist... Das ist so der Kompromiss, den man dann eingehen muss, ne? Versucht man jetzt wirklich noch die 3 Sterne zu holen? Oder, ja, spart man sich jetzt halt noch Zauber auf? Ich habe jetzt noch 2 Magier übrig, ich habe noch 4 Bogis übrig. Ich habe noch, wie gesagt, die beiden Zauber übrig. Und noch den Giftzauber ja auch noch, den ich nicht gebraucht habe. Also von daher, ist es okay, wir haben nicht so ganz so viel Aufwand betrieben. 2 Zauber zu sparen ist natürlich schon mal nicht so schlecht. Weil es einfach Zeit ist, es bringt einem Zeit ein. Viele sagen ja auch, nimm doch Bartsch, bis du irgendwie bei 80 Millionen Pokalen bist. Aber das ging jetzt, glaube ich, 3-4 Mal schief. Und irgendwann dachte ich mir auch so, nein, okay, lieber nicht. Mit GoHype fühle ich mich einfach am sichersten. Und das ist also auch so, wenn die Leute immer so sagen, so, ja, wie soll ich denn am besten in die Legend League kommen oder in die Titan League oder in die Champions League kommen, dann sollte man eigentlich immer beantworten, nimm einfach die Taktik, mit der du dich am sichersten fühlst und wo du dann auch für dich selber dann weißt, du kannst Minimum dann halt den Stern holen. Ob das jetzt bei Lunion ist, Golalun, Lavalunion, Gowai, Bartsch, es ist doch im Grunde dann egal, wenn man es halt mit Bartsch nicht hinbekommt, dann, ja. Wobei, vielleicht mache ich sogar noch einen vorher eben. Ja, egal, wir machen noch einen vorher eben vielleicht noch als Angriff. Aber wir wollten uns doch noch die Wiederholung angucken. Aus dem Clan. Oh, Live-Angriff. Wir können den Live-Angriff leider nicht sehen. 14 Angriffe, 16 Sterne, 19 Angriffe, 30 Sterne. Es sieht nicht schlecht aus, Leute. Es sieht nicht schlecht aus für Sieg Nummer 6 in Serie. Aber vor den Erfolg hat der liebe Gott immer noch den Schweiß und die Anstrengung gestellt. Das ist ganz. Ich glaube, der Level 5 Drachen der Clanburg macht richtig viel aus. Er hat keinen Giftzauber. Und er hat keinen König, aber er hat eine Königin. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also er lockt die Truppen raus. Was macht er jetzt? Ich bin wirklich gespannt. Er lockt sie jetzt nach oben. Ich habe die Wiederholung selber noch nicht geguckt. Ich werde jetzt hier jungfräulich an so eine Wiederholung drangehen. Okay, Golem. Ja, die Taktik ist gut. Die Taktik ist eigentlich ganz gut, wenn du den Golem vorsetzt und setzt dann die Magier hinterher. Weil ihr seht es jetzt gleich. Der Golem hat nicht so ganz so viel gefressen, aber der Drache ist tot. So. Eigentlich schon mal ganz gut. Du sparst hier halt so ein paar Truppen auf. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Riesenbombe. Ah, da ist schon mal ein Magier schon mal draufgegangen. Bam, da fliegt der Riese durch den. Ich verstehe nicht, wieso die Riesen nehmen. Also das ist, hatte ich letztes Mal auch gegen den Gegner gesehen. Das ist so etwas, was ich einfach nicht verstehe. Wieso nehmen die Riesen mit gegen Infernos? Aber nun gut. Er geht rein. Und die Base ist echt... Also, der Freeze war auch fail, ne? Er hat... Ich weiß nicht, ob er ihn so setzen wollte eigentlich, weil er war schon relativ weit weg vom Inferno. Aber wir wollen mal sehen, wie weit er es schafft, das Rathaus anzureißen jetzt hier. Mal gucken. Ja, komm, jetzt noch ein Tesla. Es ist
schwierig gegen die Bases. Ohne Scheiß, ich hasse diese Bases als Angreifer selber, die so weitläufig sind. Ich komme damit auch nicht klar, deswegen nehme ich sie ja auch selber für mich, weil ich ja genau weiß, wie schwierig es ist, diese Base anzugreifen. Weil ihr seht es jetzt. Er kann die Königin, er kann sie noch zünden. Macht er sogar noch. Ja, Riesenbombe und tot geht's gleich. Ja, deswegen, er hat jetzt sogar noch einen Freeze übrig. Und ihr seht es, die Infernos leben noch. Drei Tesla leben noch. Der X-Bogen lebt noch, das Rathaus ist nicht mehr ansatzweise angegriffen, wobei man sagen muss, okay, die Bogies setzt er jetzt zwar noch, aber das bringt ja auch nichts mehr im Grunde. Ja, lief ganz gut auf jeden Fall, bam, 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 alles kaputt und ja, explodiert. 39% und ich bin mal gespannt, wen ich davon nehmen soll vom Gegner. Du hast Level 4, Markus hat mir einen Golem gegeben, das ist schon mal sehr erfreulich. Er hat einen Stern kassiert, er hat auch einen Stern kassiert, alles noch im Rahmen. Das war auch geil. Das war auch geil. Die 2 greift die 3 an. Ich will euch den Angriff eigentlich nur wegen einer Sache zeigen. Nämlich hier oben. Er will die Clanburg locken. Und der Bastard hat da tatsächlich zwei Tesla hingestellt. Ja gut, das ist auch nur Sache. Die Base ist auch so eine weitläufige, also auch eher so schwierig. Aber wir werden mal sehen, ob wir es schaffen oder nicht. Das werden wir um 17 Uhr erfahren. Ich würde auch ganz gerne mal... Oh, ich hab noch gar nicht so ausgebildet hier. Was fehlt denn noch? Wir hatten noch einen... Ne, hatten wir noch beide Freeze übrig oder einen? Da ist der Button ja hier ganz gut. 2 Freeze und einen Wut haben wir noch übrig. Macht also. Zack, zack. Ja, das war's dann auch schon. Kann ich sogar hier noch im Grunde noch hinterher ausbilden. Das ist schon mal ganz cool, dass das jetzt geht. Wie gesagt, 17 Uhr müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich denke mal, da werden wir noch ein bisschen in den Krieg ziehen und vielleicht die 3000 Pokalgrenze erreichen. Ich habe noch richtig geilen Loot gefunden in Meister. Das darf man auch nicht vergessen. Das war schon ganz cool. Und ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Und wenn ihr noch Anregungen habt und sonstiges, dann schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, der Titan-League-Clan, Sonntag 12 Uhr, wisst ihr ja Bescheid. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.